Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ikarus. Ja, ihr seht schon, ich stehe wieder in einer kleinen 1x1-Putze, obwohl ich die gerne auf mindestens 2 vergrößern würde. Ich bin schon hier im Schnee. Und dort hinten, da wo wir jetzt genau hingucken, da ist der Satellit, wo wir hin müssen. Und da ist Captain Blaubär. Hoffe, der sieht uns nicht. Also gestern ist der mehr nach hinten abgewandert. Ich hoffe, das tut er heute auch. Ja. Guter. Wenn er uns sieht, war es das. Also ihr seht es auch, man kann hier nicht wirklich lange überleben. Zumindest nicht mit den Klamotten. Ich habe natürlich vorher noch vergessen, mir großartig... Oh, wir haben hier Eis. Okay. Das Eis brauche ich aber, glaube ich, weniger. Ich habe vergessen, mir die Lederrüstung noch zu machen. Die wäre vielleicht ein bisschen haltbarer gewesen. Ich versuche aber eigentlich gar nicht, mich so lange hier aufzuhalten. So, ich stelle mich mal zum Feuer, dass wir wieder wärmer werden. Oh, ich habe Durst. Gut. Das ist wieder aufgefüllt. Unsere Grundwärme steigt auch. Vielleicht sollten wir einfach hier erstmal noch ein bisschen warten. Ja, dann wird es wieder... Okay, wir müssen sehr, sehr nah ans Feuer ran. Wir stellen uns am besten ins Feuer. Jetzt wird es wärmer. Ja, also ich bin gestern im Off quasi einfach hierher gerannt. Da vorne ist alles voller Wölfe. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Wölfe da vorne sind. Ich bin einfach ganz rechts an der Felswand entlang dran vorbeigerannt, mehr oder weniger. Ich glaube, wärmer werden wir nicht mehr, oder? Und braunes Wasser. Kann zum Trinken geschmolzen werden. Ja, in diesem Ding, ne? Aber leider nicht gerade jetzt und hier. Also Holz liegt hier immer so ein bisschen rum. Brauchen wir aber auch. Ich wollte mich nur eigentlich gar nicht so lange hier aufhalten. Ich wollte noch eine kleine Kiste herstellen. Und die Bodenfackel vielleicht noch reinstellen. So. So. Nee, wir frieren trotz Bodenfackel. Okay, also ist nur das Feuer das, was uns wärmt. Okay. Bräuchte ich theoretisch 2 Wände. Kann ich nicht mehr machen. Kann nur noch eine machen. Mist. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen Holz sammeln. Auf der anderen Seite
würde ich gleich gerne einfach auf Los geht's los machen. Alles erstmal in die Kiste packen. Ihr wisst, was ich meine. Und dann einfach erstmal gucken gehen. So, wir brauchen für hier zwangsläufig noch eine Wand. Erstmal wieder ins Feuer stellen. So, mir geht es nur darum, dass wir nicht alles verlieren, wenn wir jetzt gleich runter Richtung Ding Bär gehen. Obwohl auf der anderen Seite, glaube ich, kann man das Zeug hier schon gut wiederholen. Aber die Sachen muss ich einfach nicht mitnehmen. So. Oh, ich bin gespannt. Ich bin irgendwie ein bisschen Mimimi. Aber Mr. Bär ist schon mal weg, ne? Wir stehen fast im Feuer. Wärmer wird es nicht. Oh, ich brenne. Jetzt ist es warm genug. Wo ist denn der Eisbär? Muss weiter nach da. Also wärmer nicht mehr. Ich meine, warum nicht die Gunst der Stunde nutzen? Seh nur, das fragt dich. Ist es so? Okay, you found it. Number two. Time to fire it up. And hope it doesn't smother you in flesh-eating enzymes. Ja. Muss es jetzt dunkel werden? Na egal, wir aktivieren das Teil erstmal. Okay, it's arming. Maybe stand back. Just in case. Whatever that satellite's doing, the wildlife really don't like it. Oh nee, nicht du wieder. Ach nee, es ist Blanco. Mir geht's nur darum, so gut wegzukommen. Okay. Blanco ist hier. Können wir Blanco hier runterziehen? So war das nicht gemeint, Blanco. So war das. Alter. Ich wollte nur, dass er hier in die Richtung seine. Ja, hat ja super funktioniert. Okay, wir liegen am Anfang vom Loch. Mhm. Na egal. Aber jetzt sollte er doch hier in die Richtung rennen, oder? Rennt er immer noch nach da? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ikarus.
Ja, ihr seht schon, ich stehe wieder in einer kleinen 1x1-Putze, obwohl ich die gerne auf mindestens 2 vergrößern würde. Ich bin schon hier im Schnee. Und dort hinten, da, wo wir jetzt genau hingucken, da ist der Satellit, wo wir hin müssen. Und da ist Captain Blaubär. Hoffe, der sieht uns nicht. Also gestern ist der mehr nach hinten abgewandert. Ich hoffe, das tut er heute auch. Ja. Gut da. Wenn er uns sieht, war es das. Also ihr seht es auch, man kann hier nicht wirklich lange überleben. Zumindest nicht mit den Klamotten. Ich habe natürlich vorher noch vergessen, mir großartig. Oh, wir haben hier Eis. Okay. Das Eis brauche ich aber, glaube ich, weniger. Ich habe vergessen, mir die Lederrüstung noch zu machen. Die wäre vielleicht ein bisschen haltbarer gewesen. Ich versuche aber eigentlich gar nicht, mich so lange hier aufzuhalten. So, ich stelle mich mal zum Feuer, dass wir wieder wärmer werden. Oh, ich habe Durst. Gut. Das ist wieder aufgefüllt. Unsere Grundwärme steigt auch. Vielleicht sollten wir einfach hier erstmal noch ein bisschen warten. Ja, dann wird es wieder. Okay, wir müssen sehr, sehr nah ans Feuer ran. Wir stellen uns am besten ins Feuer. Jetzt wird es wärmer. Ja, also ich bin gestern im Off quasi einfach hierher gerannt. Da vorne ist alles voller Wölfe. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Wölfe da vorne sind. Ich bin einfach ganz rechts an der Felswand entlang dran vorbei gerannt, mehr oder weniger. Ich glaube, wärmer werden wir nicht mehr, oder? Und vorne ist Wasser. Kann zum Trinken geschmolzen werden. Ja, in diesem Ding, ne? Aber leider nicht gerade jetzt und hier. Also Holz liegt hier immer so ein bisschen rum. Brauchen wir aber auch. Ich wollte mich nur eigentlich gar nicht so lange hier aufhalten. Ich wollte noch eine kleine Kiste herstellen. Und die Bodenfackel vielleicht noch reinstellen. Oh. So. Nee, wir frieren trotz Bodenfackel. Okay, also ist nur das Feuer das, was uns wärmt. Okay. Bräuchte ich theoretisch 2 Wände. Kann ich nicht mehr machen. Kann nur noch eine machen. Mist. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen Holz sammeln. Der anderen Seite würde ich gleich gerne einfach
Auf los geht's los machen. Alles erstmal in die Kiste packen. Ihr wisst, was ich meine. Und dann einfach erstmal gucken gehen. So. Also wir brauchen für hier zwangsläufig noch eine Wand. Erstmal wieder ins Feuer stellen. Aber mir geht es nur darum, dass wir nicht alles verlieren, wenn wir jetzt gleich runter Richtung Unterrichtung, den Bär gehen. Obwohl auf der anderen Seite, glaube ich, kann man das Zeug hier schon gut wiederholen. Aber die Sachen muss ich einfach nicht mitnehmen. So. Oh, ich bin gespannt. Ich bin irgendwie ein bisschen Mimimi. Aber Mr. Bär ist schon mal weg, ne? Wir stehen fast im Feuer. Wärmer wird es nicht. Oh, ich brenne. Jetzt ist es warm genug. Wo ist denn der Eisbär? Muss weiter nach da. Also wärmer nicht mehr. Ich meine, warum nicht die Gunst der Stunde nutzen? Seh nur, das fragt dich. Ist es so? Okay, you found it. Number two. Time to fire it up. And hope it doesn't smother you in flesh-eating enzymes. Ja. Muss es jetzt dunkel werden? Na egal, wir aktivieren das Teil erstmal. Okay, it's arming. Maybe stand back. Just in case. Whatever that satellite's doing, the wildlife really don't like it. Oh, nee, nicht du wieder. Ach nee, es ist Blanco. Mir geht's nur darum, so gut wegzukommen. Okay. Blanco ist hier. Können wir Blanco hier runterziehen? So war das nicht gemeint, Blanco. So war das. Alter. Ich wollte nur, dass er hier in die Richtung seine